So, hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal. Yo, mei. Heute habe ich richtig viel, vieles hier zu zeigen. Nämlich hier, und Gui's not open, yo, mei. Nämlich hat Easy Cheese hier nicht, also Easy hier nicht gezahlt für den Merch hier, was hier aufgegangen hat. Deswegen habe ich hier jetzt meinen eigenen Merch hingegangen. Und hier habe ich nochmal einen Jasper 30. Job. Wer es nicht weiß, Jasper 30. Job für Franz aus Hoftigen, Franzl Merch, yo, mei. Habe ich das nochmal hingegangen hier mit Paint gezeichnet, wie auch immer. Ich weiß nicht, zeichnet ihr auch mit Paint oder so? Da gibt es wahrscheinlich eigene Zeichenprogramme, oder? Ich denke schon. Ich habe die zwei Statuen wieder ganz normal gebaut, nicht abgebaut. Und hier ist noch der gute alte Zero, Junge. Ein paar haben geschrieben, irgendwie Zero ist irgendein Typ aus einer Anime-Serie oder so. Habe ich nicht gewusst, so. Aber eigentlich schon cool hier. Okay, genau. Nämlich habe ich relativ viel zu zeigen. Ihr seht schon im Hintergrund, da ist ein Fenster, ja. Ich habe meinen Turm ausgebaut. Ihr habt geschrieben, ja, es sieht relativ langweilig aus hier. Deswegen habe ich hier meinen Turm ausgebaut. Okay, let's go. Okay. Eigentlich ist hier so der Eingang, so, also hier ist so eine Tür. Weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Hier kann man einfach aufmachen, easy Tür. Und genau, hier beginnt schon. Jetzt mit Chiss habe ich so richtig cool so einen Weg gebaut und sogar die Ecken hier so gebaut. Richtig cool, hier kommt auch so eine Rezeption hin, eventuell. Und genau, ich mache mal den Dings hier ganz nach unten. Den Lift, nämlich ich wollte auch mal den Lift upgraden hier, dass er den richtigen Boden hat und so. Richtig cool wird das eigentlich. Und genau, da oben sind nämlich schon, ich habe ein Hotel gebaut hier, nämlich. Kann ich hier relativ gut hier Dings, ich muss jetzt noch wissen, welcher Stock das ist. Ich denke eh direkt der zweite, oder? Ja, genau der zweite. Nämlich habe ich hier erstens, ich habe ganze überall hier Fichtenholz, also Sprucewood hier gemacht. Und genau, ich habe solche Hotelräume gebaut. Nämlich gibt es ja solche, also softigen Hotelräume. Einfach hier so ein paar Hotelräume mit ein bisschen Chests, mit Dings. Also falls ihr einziehen will, kann ich demnächst auch machen. Ich habe sogar hier solche Dings-Hooks gebaut, solche Tripwire-Hooks. So ein Kleidungsaufhäng-Dings. Hier ist wieder so ein Raum, hier kleine Aussicht. Ja, ich will oben noch ein Hotel bauen, also noch so ein Luxuszimmer, weil hier relativ wenig Aussicht wegen der Mauer. Und genau so. Alright, dann gehen wir mal ganz so nach oben, nämlich hier, das war noch gar nichts. Und Leute, jetzt macht euch gespannt, das wird richtig cool. Ihr werdet wirklich, ihr glaubt nicht, dass es wirklich so gut, dass ich so gut bauen kann. Aber es ist echt, mir ist echt gelungen, okay. Jetzt, da oben beginnt schon, aber ich glaube zuerst ist noch der Fanradraum. Oh, ist nicht der Fanradraum, das muss eins noch weiter runter. Wo bin ich jetzt gerade, welcher Stock? Ich bin 7. Stock, das heißt ich glaube 5. oder 4. wenn ich mich täusche. Ich schau mal weg, dass ihr es nicht seht. Oh nein, okay, das ist, okay, ist es der Fanradraum? Nein, doch, doch, ist der Fanradraum. Genau, und Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass der Dings, dass der Teppich hier nicht zu cool, also nicht zu cool aussieht. Er sieht aber mega cool aus, da vorne geht es auch in Kreis und die Ecken. Ich finde es aber mega cool. Apropos hier Fanart, hier zum Beispiel, Vulpix-Draw hat mir auch schon auf Instagram geschrieben, dass er das cool gefunden hat, dass er eingeblendet worden ist. So ein Fanart gezeichnet mit mir, mit den guten alten Hades, mit dem Flo, mit dem Dopsch, mit dem Loki und mit den guten alten, mit der guten alten Easy hier. Und genau, wer hier noch ein Fanart zeichnen will oder so, unbedingt Discord-Link in der Beschreibung, Seite-Link in der Beschreibung auschecken oder hier auf Twitter, @Jonas3300. Einfach hier auf Twitter, twitter.com, nach einfach in der Suchleiste Twitter durchsuchen, Jonas3300 eingeben und ja, dann mich einfach tweeten und nach @Jonas3300 dann, und dann das Foto praktisch reinposten und ja, dann sehe ich es auch und ja, oder auf Instagram, Jonas33_official, auch in der Link in der Beschreibung, genau. Hier hat nämlich noch der gute alte DJ.BlueFox oder die gute alte, sorry, wenn ich irgendwie falsch das Dings. Genau, jetzt richtig, ich glaube, es ist ein Paint gezeichnet. Richtig gut, einfach hier Hades und hier Zeus von einer Folge hier von, ich glaube, das war die 12., 11., ich weiß nicht genau. Richtig cool, wie gesagt, einfach rechts unten bei mir ausschicken, wenn ihr es nicht weißt, wenn ihr es nicht wisst hier. Hier ist auch der Insta-DJ.BlueFox, genau. Richtig cool, das ist einfach... Hier ist Zeus, so gelb und Saal, das ist richtig cool mit so Strahlen und genau. Falls ihr noch aufgehängt wollt, falls euer Fanart hier aufgehangen werden soll, unbedingt auschecken. Und jetzt, Leute, jetzt kommen wir zu dem Hauptpart, zu dem Hauptdings. Also, hier beginnt schon, richtig cool hier. Hier der Teppich, jetzt gehen wir rein. Oh mein Gott, Leute, das ist richtig cool. Hier einfach habe ich so eine Art Verbindung gebaut zwischen den Wänden. Und ja, genau, ich mache mal hier erstmal hier, schau ich rein, hier ist nämlich noch die Verkleidung hier vom Dings und genau, nämlich ist hier, genau, nämlich, weiß ich noch nicht, was ich hier reinmachen soll, ich habe noch ein paar Räume, wo ich noch nicht weiß, was ich hier reinmachen soll, unbedingt in die Kommentare schreiben, was ich hier reinmachen soll, weil ein bisschen ist mir das ausgelaufen und genau, jetzt kommt es zu dem Part. Okay, hier ist Goldies und Dings, ich finde das auch richtig cool mit den Traptors, gell, mit TBT-Dings hier. Jetzt kommt es zum coolen Part. Ich habe hier zum einen hier Dings ausgebaut. Goldies Haus. Wer weiß gerade, wo Goldie ist. Goldie? Goldie? Ich denke, Goldie ist gerade nicht da. Goldie?
Ich gehe jetzt gerade wieder auf Entdeckungsreise oder so, keine Ahnung. Und genau, so, ich mag die Tür noch richtig. Genau, hier weiß ich auch nicht, was ich wirklich reinmachen soll. Wie gesagt, in die Kommentare schreiben, einfach unter dem Video Kommentar schreiben und dann sehe ich es auch direkt. Genau, und wer es euch weiß, hier Jonas33.job hier, wie im Hintergrund ist, einfach Jonas33.job hier reingehen und einfach hier eingeben bei der Suchleiste bei Google hier. Dann kommt ihr zum Franzl-Merch, wer noch kein Franzl-Merch hat, wie gesagt, Jonas33.job, saftigen Franzl-Merch. Nämlich gibt es ja auch Federmäppchen, Tassen, einen Rucksack gibt es auch, gell, richtig cool. Und die Tasten, ihr müsst die Tasten echt sehen, ja. Die Tasten sind einfach mega cool, der Effekt einfach darauf, mega cool einfach. Und genau, die Pullis haben auch so eine Art Special-Effekt, also so eine Art, die sind so richtig flauschig innen. Und ja, hier habe ich nämlich die ganzen Chests hier gebaut. Hier ist noch ein bisschen Stein, habe ich erst reingegeben. Und ja, hier habe ich jetzt auch Smoker, in den Livestream habe ich gemacht, ich soll solche Smoker bauen. Kann ich das Essen praktisch schneller braten hier und ja, hier habe ich noch Dings. Rüstungsstände. Jetzt kommt es zum Main-Part, Leute. Jetzt kommt es zum Garten, Leute. Die haben nicht geschrieben, ich soll einen Garten machen. Und hier habe ich es jetzt auch gemacht. Hier habe ich alles angekreuzt. Und, Leute, ihr könnt mir nicht sagen, wie gut das aussieht. Das ist wirklich einfach mega. Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr das findet hier. Einfach so eine Brücke. Die Brücke finde ich auch mega cool. Ich meine, Flo hat auch hier so eine Brücke gebaut. Aber ja, hier ist noch so ein kleiner Wasserfall und die Bäume. Die Bäume sind auch so cool gelungen. Ich finde, vor allem mit den Chisel Bits hat er richtig viel Aufwand gekostet und genau das ja auch richtig viel Aufwand gekostet. Einfach hier solche Blätter, aber dafür sehen unser Dings jetzt, unser Turm jetzt richtig verwachsen aus und so richtig schön grün hier. Und genau, ich weiß auch nicht, was ich hier statt die Büsche hinbauen soll. Wie gesagt, einfach in Kommentare schreiben hier, was ich hier bauen soll und da tape ich. Ich finde das auch mega cool. Unglaublich hier. Genau, dann wollte ich hier noch hochschauen. Nämlich habe ich noch ein Büro gebaut, Leute. Ein Büro. Ich weiß nicht, wie ihr das hier gerade vorstellt. Und hier, ich habe jetzt noch einen Business-Raum. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich da rein mache. Hier ist noch ein bisschen leer. Kann auch vielleicht so ein Stuhl mit so einem Tisch oder so. Was ist eine Sekretärin oder Sekretär kann ich hier einstellen eventuell? Ein Mitarbeiter. Ich glaube, das ist doch eine Quiz. Und dann, jetzt kommt's. Büro zu meinem Büro. Okay, machen wir auf. Oh mein Gott, Leute. Wie cool. Ich habe auch noch ein Bild von mir aufgegangen vom Instagram. Wie gesagt, Jonas30-Official hier, wie eingeblendet. Einfach auschecken und alle Bilder liken hier. Nämlich, wer nicht weiß, wie ich aussehe, hier sehe ich aus, das bin ich, bin mein Alter. Das ist mein altes Mikrofon, ja, das war dann auch ein bisschen dicker hier. Und mit meinem Greenscreen hier oben, und, ja, und hier ist noch so mein Stuhl und hier haben wir einen perfekten Blick auf den Garten. Hier ist noch mein Stuhl, ich weiß nicht. Ich habe da zwei Stühle hin platziert, weil, keine Ahnung, weil das doch irgendwie besser aussieht, also das symmetrischer ist. Und, ja, das war ein richtig cooler Dings hier. Und genau, weil ich weiß nicht, auch irgendwie hier irgendwas auf der Seite machen soll, also auf der Seite Dings, irgendwas einfügen soll oder so. Wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, dann lese ich das und Jomai. Hier sieht man nochmal hier ein Dings. Hier sieht man nochmal runter auf den Garten. So, genau. So, wer die Folge nicht gesehen hat, wie gesagt, da haben wir Fritz den Dings hier, den Lottomann von Flo geklaut. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich runterschauen zu meinem guten alten Haus, weil ich wollte eigentlich heute die Sachen hier nach oben legen. So. Alright, nämlich, habe ich auch den Amboss hier abgebaut. So, wie gesagt, hier ist der 30. Job, wer es nicht weiß, versucht, die geht es sein, yo, mein. So, nämlich wollte ich hier, genau, ich weiß nicht, was können Eisdings, könnte ich echt auf die Rüstungsstände oben machen? Nee. Es ist, warte mal, hat so. Leute, sagt nicht, Tops hat schon wieder alles wieder, weil wir haben das hier rausgelagert im Livestream, weil. Leute, sagt nicht, Tops hat wieder alles weggenommen, sagt. Warte, ich schreib mal. Tops. Bist du da? Oh nein. Sag nicht, hat er alles weggenommen. Ich habe noch ein Summoner-Dings. Ich lasse es mal hier drinnen. Warum? Soll der alles wegnehmen hier? Verstehe ihn nicht. Wahrscheinlich hier ist ja auch wieder enclaimed, gell? Ist wieder enclaimed. Ich claim das wieder. Ja und. Hä, warte mal, was ist das? Teamilone? Weil er hat Flo da irgendwie gecheatet, hat nicht verbunden. Oh mein Gott, warte mal. Haben wir gerade Flo exposed und er hat nicht verbunden hier? Weil normalerweise die Challenge ist nämlich, man kann praktisch nicht random irgendwo einen Chunk setzen, zum Beispiel hier. Man muss einfach, man kann nicht zum Beispiel so machen, man muss anschließend machen praktisch. Hat Flo das jetzt gemacht, ist die Frage. So, wie gesagt, hier sind noch ganze Fanarts hier von der Skylight Cookie oder von der Chaos Tina. Wie gesagt, auf Twitter hier abchecken, ja, 3300 hier. Jo, mein. Ich schau mal hier im Spawn. Und, wo ist das hier? Genau. Warte mal. Ist mein Shop geclaimed? Oh mein Gott, Alter. Mein Shop ist nicht geclaimed. Warte mal. Ich denke nicht.
Ja, mein Shop ist nicht geclaimed. Ein Chunk. Ich glaube, es ist eine Regel oder so, dass man nicht über den Fluss hier dingsen kann. Und hier habe ich was ganz Tolles. Habe ich einen Brief? Ich habe noch keinen Brief. Hier ist nämlich was ganz Tolles, das brauche ich nämlich noch. Und, ja. Ich wollte jetzt noch schauen, ob ich irgendwelche Quests habe. Und, ich habe auch ein Book in Quill, weil ich wollte eigentlich in Tobs einen Brief schreiben, ob wir uns wieder versöhnen. Aber da Tobs meine Items wieder verdings, ich will trotzdem mit Tobs jetzt irgendwie versöhnen, ja. Das heißt, ich schreibe mal einen Vertrag hier. So eine Art Vertrag, weil wenn ich irgendwie so eine Art Vertrag mache, dann muss er das machen und dann muss er auch unterschreiben. Okay, jetzt mache ich mal, lieber, Tobs. Da wir ja öfters Ärger hatten, möchte hiermit Frieden schließen. Punkt. Wenn du diesen Vertrag unterschreibst, baue ich deine, weil ehrlich gesagt, deine Haare wieder hin. Ehrlich gesagt, ich muss deine Haare unbedingt wieder hinbauen. Wieder hin. Punkt. Aber dafür bekomme ich alle meine Items zurück. Punkt. Genau, so. Vertrag für Friedensschließung. Ich denke, das sollte passen eigentlich für Friedensschließung. Dann schreibe ich noch von Julianus 33 und warte mal, kann ich noch so machen, also ein Doppelpunkt. Ja, das ist dann 30 und für Tobs. Nachher muss ich das so machen. Dings. Unterschriften. Na, mach ich so, wie geht das nochmal? Irgendwo gibt es hier so ein Zeichen, nämlich. Ich denke, das ist das. Na egal, ich mache einfach hier. Ja, Julian. Und hier muss auch Tobs unterschreiben. Unterschrift. So. Tobs. Ja, Unterschrift. Ich schreibe einfach so Unterschrift. Okay, das heißt, ich geschrieben, lieber Tobs, da wir öfters Ärger hatten, möchte ich hiermit Frieden schließen. Wenn du diesen Vertrag unterschreibst, wenn du diesen Vertrag unterschreibst, baue ich deine Haare wieder hin. Punkt. Ich bekomme alle meine Items wieder zurück. Punkt. Genau, das habe ich geschrieben. Blablabla, Unterschriften, alright. Das heißt, hier, Book and Quill, habe ich noch irgendwo einen Amboss? Ich weiß nicht. Genau, das heißt, ich treffe mich gleich wahrscheinlich mit Tobs hier. Meine Wallet, genau. Ich wollte jetzt noch ein paar Chunks kaufen, da wollte ich noch schauen, ob ich hier, Dings... Lol, warte, Flo hat 100 Chunks, was? Okay, ich wollte doch schauen, ob ich Dings hier machen kann. Taschengeld, verdiene $100 durch nur durch Shops. Ja, habe ich anscheinend noch. Oder obwohl, hat hier irgendwer eingekauft bei mir? Halli, hallo, hallöle, so wie Tobs sagen würde. Hat er eingekauft? $10. Nee, hier hat keiner eingekauft, ne? Schade. Schade Schokolade, Junge. Ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, hier, ich schaue noch, was ich für Quests hier habe. So, öffne die erste Reise mit Shop am Spawn. Das kann ich auch demnächst machen. Hey, schreibe einem Mitspieler einen Brief. Okay, ich glaube, ich gebe den Vertrag so. Genau, zeichne einem Mitspieler ein Bild. Das haben wir noch nicht geclaimed von voriger Folge. Zeichne einem Mitspieler ein Bild, oder was haben wir gemacht? Streamer, okay, das haben wir schon gemacht. Bolzi, da richtet ein gemeinnütziges am Spawn, okay. Bob Ross, aber das Bob Ross kann ich jetzt eigentlich claimen. Weil, ich habe ja Dings gemacht, die Base Case. Base Case können wir, glaube ich, auch in der nächsten Folge so aufmachen. Alright. Gucci Gang, okay, das ist das Ding noch. Taschengeld, bla 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 bla. Was ist das? Videocheck. Schicke einem Mitspieler eine Videobotschaft per Mindpad. Das habe ich ja eigentlich schon, stimmt's? Das habe ich ja eigentlich schon, da ich Tobsa die Videobotschaft geschickt habe. Alright. Was können wir noch machen? Was ist hier? Weihnachten. Schenke einem Mitspieler an Weihnachten ein richtig cooles Geschenk. Und das ist richtig cool. Das ist ein cooler Dings, ja. Schießle einen Block für einen Mitspieler. Okay, das kann ich auch noch machen hier. Alright. Bla bla bla. Was ist hier? Abenteurer. Töte einen Summoner. Detect. Kann man schon detecten? Nee, ich habe noch keinen gekillt.
und tot. Töte einen Mitspieler mit einem Fall. Okay, habe ich noch nicht bisher. Ich habe einen Mitspieler etwas, was er liebt. Was liebt Torps, Flo oder Izzy? Troll einen Mitspieler richtig hart. Ich weiß nicht, was genau mit richtig hart gemeint ist. Kann auch wahrscheinlich irgendwas, was er liebt oder so stellen. Troll einen Mitspieler richtig hart. Was gibt's hier noch? Photoshop einen Mitspieler und füge das Bild bei ihm ein. Ich weiß nicht, Photoshoppen, ob das... okay, Photoshop habe ich nicht. Ich habe nur ein Bild gezeichnet, ja. Was hier Architekt, craft eine Dings. Genau, das wollte ich machen. Einen Ofen und einen Amboss hier craften. Aber da ich keine Items habe, kann ich das leider nicht machen. Was gibt's hier noch? Forscher craft einen Enchanting Terror. Kann ich Tobs fragen, ob Ding was hat? Tetris besitzt eine Linie von 8 Chunks. Das habe ich nämlich. Kann ich das jetzt dingsen? Nämlich, ich kann es euch gleich zeigen. Nämlich, wenn ich jetzt so mache. Hier geht's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 9. 9 oder 10 habe ich nämlich. Alright. Also, was kann ich noch claimen hier? Also, was kann ich noch hier Sachen machen? Präsident, kandidiere als Präsident. Okay. Arbeitskraft, stelle Mitarbeiter an. Stimmt, ich kann irgendeinen Mitarbeiter einstellen bei mir, gell? Der nachher arbeitet. Erledige eine Quest von einem Gott. Habe ich das nicht schon? Eine Quest von einem Gott? Genau, ich bin ja Folge hier eingebrochen. Also so. Habe ich eigentlich? Habe ich eigentlich? Oh, eigentlich ja. Okay, was habe ich hier? Arbeitskraft, stelle. Okay, das habe ich schon. Neuling, erledige 40 Quests. Habe ich schon 40 Quests? Wo sieht man? Ich weiß nicht, wo man sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 habe ich. Und die vorigen Zeit hat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, ich habe über 40 habe ich. So, über 40 Quests. Bam. Detekten und claim, yo mei. Was ist hier? Das Event, nimm an am Apollo-Event teil. Okay, was auch immer ein Apollo-Event ist. Springe insgesamt 30.000 Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesprungen bin. Erledige 60 Quests. Okay, das habe ich noch nicht. Erreiche Apollo-Folge 25. Okay, ich bin bei Folge 5, 16, glaube ich. 17. Stell mir Mitarbeiter ein. Okay, was haben wir noch? Schüler. Erledige eine weitere Quest von einem Gott. Okay, das mache ich erst, wenn ich die nächste Quest bekomme. Absolviere die große Götterprüfung. Oh, okay. Das kann ich auch vielleicht demnächst oder so. Keine Ahnung, wann kommt. Begegne den Gott Apollon. Okay, wer auch immer Apollon hier ist. Apollo, begegne Gott Apollo, okay. Domizil, errichte einen Tempel, der den Gott ehrt. Okay, das habe ich auch noch nicht. Kann ich auch vielleicht demnächst machen. Frauentausch. Tausche für eine Folge deinen Gott mit einem anderen Spieler. Was? Okay. Vor der Richter einer Festung. Oh. Oh. Hi, Tobs. Warte, ich gehe mal kurz zu Tobs. Hi, Tobs. Hi. Ja. Bist du jetzt da, gell? Ich habe nämlich so eine Art Friedensvertrag, ja? Du hast dir meine Items genommen. Das ist ein Vertrag, okay? Vertrag steht drinnen, lieber Tobs. Da wir öfters Ärger hatten, möchte ich hiermit Frieden schließen. Wenn du diesen Vertrag unterschreibst, baue ich deine Haare wieder hin. Aber ich bekomme alle meine Items wieder zurück. Na, musst du unterschreiben. Schau, da. Okay. Auf der zweiten Seite. Und das gilt auch, okay? Das ist ein Vertrag. Haare zurück, Vertrag, Unterschrift. So. Ich muss mal kurz gucken, nicht, dass es noch irgendwas anderes gibt. Nein, es gibt nichts anderes, es gibt nur zwei Seiten. Für Tabs, hier eine Unterschrift, okay. Also du meinst, möchtest mit mir Frieden schließen und dann greifen wir uns nicht mehr an, weil ich... Ja, und das ist ein Vertrag. Das heißt, Vertrag gilt jetzt, ist nicht drinnen eigentlich, aber... Okay, Sagen wir mal für die nächsten, wie 5 Folgen, okay? Erstmal, okay. Also erstmal Frieden haben, okay? Ich hab da erstmal unterschrieben, es gibt auch kein kleingedrucktes. Und wie viele Tore hast du das Team? Okay, ich hab 7. Flo hat mich richtig oft gekillt. Okay, das Ding ist nämlich, ich war noch kurz. Flo, komm noch kurz zu Dings. Weil ich hab hier vorhin schon gesehen, Flo hat sich hier einfach umklemmt, der hat 100 Chunks. 100? Ja, ich hab 6 hin, gell? Ich kaufe mir gerade auch richtig viel. Okay, Jürgen, weißt du was? Ich möchte. Warte kurz, ich kaufe mir gerade noch ein paar Chunks, warte, ich hab 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Huh! Okay, hast du noch viele? Jetzt habe ich noch $205 habe ich noch. Und richtig viele Boxen. Okay. Ja, Jörn, ich wollte nämlich fragen, ob du vielleicht Lust hättest, bei Flo mit einzubrechen, denn wir müssen. Warte, wie viel habe ich jetzt gehabt? Warte mal. Ich kann kurz schauen, so. 37 Chunks, das 37 weniger 56 Tops. 37 weniger 56 ist. 23. Ist, warte mal, 26? 23. 19 Chunks, okay, 19 Chunks, oder? Ich hab 100 Dollar. Ich rechne nochmal nach, oder? 56 minus, ja, ich bin nur wieder Matro. Ich glaube, ich höre mir einfach nochmal 19 Chunks, 19 Chunks, weil ich hab grad 19 geholt.
Weil ich glaube, ich hole mal auch noch einen, weil das, warte, das genau einen Punkt trifft. Zack, zack. Einen noch, so. Alright, jetzt aber 20 Chunks. 20 Chunks habe ich, 20 Chunks, okay. Das heißt, ich habe noch genügend Geld eigentlich. Hast du auch die ganze Quest schon gesehen mit Apollon? Aber du sneakst gerade bei mir. Achso, du bist normales Sneak, ja. Okay. Ja, ich weiß, das ist meine Geschwindigkeit. Okay, Jörn, ich möchte bei Flo einbrechen. Ich habe gerade mir so ein paar Chunks geklebt. Ich muss mir nochmal eine Mauer aufbauen. Also das Endclaim, meinst du? Nein, noch entclaimed habe ich noch nicht, aber ich wollte gucken. Ich muss erstmal schauen, wo ich was entclaimen muss, damit ich Flo irgendwie was wegnehmen kann. Echt? Denn ich weiß nicht, ob du vorhattest, ich hätte mehr oder weniger als Troll hatte ich mehr oder weniger ihm das vorgeschlagen, dass ich das wegnehme. Okay. Oder wir teilen uns auf irgendwie sowas wie machen. Ach so, du willst bei ihm einbrechen? Vor zwei Folgen bin ich bei mir eingebrochen, gell? Ja, gut. Ich habe den Dings, kennst du Fritz? Kennst du ihn? Ja, echt, der Fritz? Nee. Das ist so ein Lottomann, der Flo eingesperrt hat. Und es gibt doch eine Frenzine. Okay, lass mal rübergehen, ich kann es eh zeigen. Lass mal rübergehen, ja. Tops, warum bist du so schnell? Weil ich einfach so super schnell bin, kannst du mit Pingo hingehen, weil ich muss schnell kurz gucken. Ja, ich kann mit Pingo. Wenn Titus da ist. Der ist wahrscheinlich da. Weil ich vor zwei Folgen war er bei mir auch da. Ja, das Ding ist halt, wenn der jetzt da ist. Dings, hast du Flo seine Chunks gehen? Ich wollte noch nachschauen. Oh mein Gott, der wirklich in einer. Der schlägt mich gerade, oh mein Gott. Echt? Ah, schnell weg, ja. In einer Linie hat er einfach auch bis zum Spawn geclaimt, gell? Der will den Spawn einclaimen, gell? Hast du schon gesehen? Ja, deswegen, wir müssen ihn aufhalten. Tops, Flo hat einfach zu viel Kraft, deswegen auch der Vertrag. Weil, lass wir mal zusammen. Oh, ich bin gerade Level 13 geworden, irgendwas. Flo hat einfach zu viel Kraft, denke ich. Okay, keine Ahnung, ich bin jetzt bei Flo drin, ne? So, oh, Titus. Warte, kann ich ihn ablenken? Nee, ne? Kriegst du es hin? Ja, alles gut. Warte. Okay, hast du eigentlich extra Herzen? Ich hab von meinem Gott, ich hab drei extra Herzen, gell? Also drei orange Herzen. Ich hab eine dicke Rüstung gekriegt von meinem Gott, das ist mein Rucksack. Echt? Alter, dann. Ja. Warte mal kurz, wir müssen schauen. Okay, warte mal. Hier ist, wie viele Chunks müssen wir damit. Lol. Wenn wir das hier enclaimen. Was für was? Warte mal, ich schau grad. Drück mal E auf Schadrat. Wir brauchen drei Chunks nur enclaimen, dann haben wir hier. Warte mal, wo sind wir? 1, 2, 3, dann haben wir hier. Das heißt hier die Mitte. Das Ding. Schau mal hier oben. Schau, hier habe ich nämlich Fritz geklaut. Aber nicht Tops sagen. Nicht Flo sagen, okay? Das, okay. Er ist ihm noch nicht aufgefallen. Und hier habe ich ein Bild Folge gemalt. Kennst du das Bild von ihm? Das habe ich ihm mit Paint gemalt. Ja, er sieht gut aus, glaub mir. Aber eine Quest. Eine Schnecke ist oder sowas. Ja, genau, hier ist Dings, genau, bis Boss war noch für Titus. Genau, hier irgendwo da vorne ist Fritzine. Wo ist Fritzine? Irgendwo hier war Fritzine. Oh lol, Flo hat ja eine Bücherei oder so. Hier war irgendwo Fritzine. Hier ist Fritzine. Okay. Schau mal, hier ist Fritzine, der hat irgendwelche Angebote. Hier ist Fritzine. Und von dem der Mann, den hab ich gestohlen. Und der ist jetzt in mein Haus. So, was hatten die hier noch? Der hat hier Meloni und Babychaos, so, Slimy. Hast du mal die Meloni gesehen? Der rollt richtig, gell? Keine Ahnung. Irgendwie schon. Kann man ihn bewegen? Flo hat gesagt, der rollt irgendwie. Vielleicht sehe ich, der hat sich irgendwie angelehnt. Auf jeden Fall, Jürgen, wir müssen schauen, was hier passiert. Ja, was? Lagerraum. Geht das? Okay, 10 Melone. Was wir machen müssen, ich brauche 120. Jürgen, wollen wir machen, du gibst mir 60 und ich enclaime. Ja. Warte kurz. Ich renne schnell rüber, enclaime. Warte kurz, das ist aufgeschrieben. Ja. Dann durchsuchen wir einfach hier. Also was machst du jetzt? Warte mal, wir gucken mal kurz. Drück mal F3G, dann siehst du nämlich, welcher Chunk, okay. Okay, warte mal, es ist den Chunk. Ich würde eher. Ja, nee, ich muss sowieso drei Chunk mindestens, bis ich enclaimen. Drei Chunks. Ich überlege gerade, was für ein Chunk ist am besten, denkst du? Ich denke, den hier, genau. Aber dann können wir die, glaube ich, die können wir nicht mehr, okay? Glaubst du hier irgendwas Tolles drinnen? Ich weiß nichts. Das ist haben wir genau den Chunk, das ist der Hauptchunk vom Flo. Also nicht Hauptchunk, aber du weißt, was ich meine. Die ganzen Dings. Ich glaube, wenn wir das hier enclaimen, dann können wir das. Ich denke schon, gell? Also, wenn du mir 60 gibst, also du musst mir vertrauen, ich werde schnell rüberflitzen und werde die Sachen enclaimen. 60 Euro? Also 60 ja, Dollar? 60 Dollar, ja, ich werde auch. 1, 2, 3, okay. 60 Dollar, wirklich. Und ja, wir teilen uns auch alles auf, okay? Wir teilen uns alles auf, okay. Hälfte. Okay. Ich bin der Ehrenbruder. Okay, los, schnell. Hier ist Titus, der ist immer noch wütend. Okay. Tups, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Was machst du? Ich glaube, weil meine Folge kommt ja. Was ist deine Folge heute?
Meine Folge ist, kommt am Samstag. Also, ist heute ist Samstag, deswegen. Samstag? Ja. Ich schau mal, vielleicht kann ich irgendwas, irgendein Babychaos oder so entführen oder so. Oder irgendwem, geht das? Okay. Ja, was zur Hölle, was hast du? Ich nehme auch Melone hin irgendwas. Mit dir. Mach was bei Flo? Da liegt irgendwas bei Flo am Kopf am Eingang, hä? Okay, genau, was keine ist das? Dings, Dings, okay, ich pass schon auf, Pingo, wie der heißt? Hast Pingo? Du mir Geld gegeben? Ja, ich hab dir $60 gegeben, oh nein. Ich glaub Melone ist stuck, oh nein. Bin ich jetzt doof? Das Ding ist, wie können wir Melone... Hab ich gesagt 60? Nee, warte 60, mal, du hast gesagt 60. Ich hab dir 60 gegeben. Ach so, stimmt, ja, nee, ich bin gerade durcheinander. Warte mal, ich glaub, Baby, aber wie? Dings, wir müssen irgendwie schauen, dass, oh nein. Vielleicht kannst du es rüberschieben, müsstest halt nur einen Weg finden. Oh, könntest dich Pingo, könntest du mir irgendwie helfen, weil die sind gerade irgendwie ein bisschen Oh, jetzt habe ich einen. Ich glaube, ich nehme einfach Blocky mit, okay? Okay, dann nimm den Blocky mit. Muss halt irgendwie schauen, wie ich das mache. Kannst du irgendwie einen Tunnel graben durch das Haus, dass ich den rausschieben kann? Warte, ich muss kurz gucken. Warte. Ich kann über keine Dings laufen. Das ist immer noch Akku auf dich. Ich kann nur Dings machen. Kann ich ihn... Geht das? Warte. Will mal schauen, was eigentlich passiert, wenn ich... 1, 2, 3. Okay, erst ist jetzt hier ein Claim. Ich kann Titus nicht schlagen, gell? Ja, nee, das ist, weil wenn du im Gebiet bist, dann kannst du... Ach so, gell? Stimmt. Oh! Warte, lass uns hier rüberschieben, Nachher lass uns einen Tunnel bauen. Ja, warte, guck mal, Jörn. Pingo, warte mal, Sir. Komm her, Jörn, komm her. Wir gucken zusammen hier in die eine... Warte mal, ich schiebe mal. Okay, der kann eh warten eigentlich, okay? Alright, was hier? Okay. Es ist okay so. 1, 2, 3. Oh mein Gott! Was? Warte, ich schieb das so willst du die Dias? Nein, leg alles drüben hin, ich mach immer die Hälfte rüber. Alles drüben hin. Mach so alles drüber. Willst du wirklich die Hälfte und von der Hälfte, oder willst du alles nehmen? Hä? Willst du alles nehmen? Weiß ich nicht. Wollen wir ihn alles nehmen, Julian? guck dir an, was es hier alles drüben gibt, ne? So. Rosit, warte, okay, Rosit, nee, es ist ein bisschen unfair eigentlich. Ja, aber guck mal, der hat jetzt so viel Zeug. Ich glaube, wir könnten ihm ein bisschen erleichtern. Wir helfen ihm ja im Prinzip. Weißt ja, wir helfen. Ja, jetzt hoffst du, wir helfen ihm eigentlich. Wir helfen ihm. das ist so cool, warte mal. Okay, Saphire sind sau OP, okay? Dann nehmen wir uns mal 5, oder? Warte mal, so, 6. Das ist auch allgerichtet. Saphire sind übelst OP, das weißt du? Warte, dann machen wir es so. Okay. So, dann hat jeder 5. Ich schau mal in den anderen Chest, okay? Okay, ist nicht zu viel drin. Ich glaube, wir haben. Also richtig viel Boxen, aber die Boxen, glaube ich, lassen wir ihn, oder? Das ist zu unfair. Die Boxen? Ja, die bauen wir nicht. Ja, die Boxen. Ja, nee, die Boxen, die haben wir bei dir nicht weggenommen. Ja, die hat er bei den Dings bekommen. Oh, hier kann man nicht mal reinschauen. Also, hier endet der Chunk, gell? Hä? Hier endet der Chunk. Hier sind Melone, ich nehme auch ein bisschen Melone ab. Warte, ich muss dich. Ich bin. Lol, wie viel Essen hat der? Ich nehme mal einen Stack mit. Keine Ahnung, Warte, zack. Dann tue Melone. Okay, der hat sonst nicht wirklich. Hier ist ein Knopf. Zack. Okay, weißt du was, Jörn? Ich tue mal die ganzen Sachen, die wir so... Oh, lol! Ich habe Secret Chest gefunden, Tops! Was? Secret Chest, schau mal! Was? Ja. Warte kurz. Bei dir... Achso, bei Jörn ist gerade einer Kopf reingekommen. Ja, ich bin mir gerade einer reingekommen. Bei Flo reingekommen. Okay, ich hoffe, Flo... Ja, nee, Fabi war's, genau. Okay, ich glaube so, die Sachen, die links sind, also... ich finde es sehr schön von Flo, dass... Schau, dass du irgendwelche Secret Chests findest. Keine Ahnung. Warte. Ich glaube, das waren eigentlich alle Secret Chests. Secret Chests. Okay. Jörn, ich hätte jetzt gesagt, Ja, was denn? So, Hälfte, Dings. Hälfte. Nee, kann man nicht. Wir müssen noch eine Hälfte, würde ich sagen. Also, nimm du mal, oder ich nehme mal eine Hälfte, okay? Hast du irgendeinen Rucksack oder so? Oder weil ich weiß nicht. Okay, ich pack einfach bei mir mein Zeug in meinen Rucksack. Okay, Leute, ihr dürft jetzt nicht sauer sein. Warte mal, nein, du hast alles genommen, oder? Nee, ich meine nur gerade rechts oder so die Hälfte. Ich glaube, du kriegst ein bisschen mehr, du brauchst ein bisschen mehr Nachteilsausgleich. Ja. Weil, ja, Ahnung, Goldblöcke noch. Ich hab jetzt nur Dias und Eisen. Kann ich die Essenzen nehmen? Also die kannst du dir mir ist egal, brauche ich nicht. Ich nehme Leimrune. Ich brauche noch was. Ich habe nur Dias und Gold. Moonstone, warte. Hier kriegst du einen Moonstone mehr. So, zack. Bring dir was eigentlich? Ich bring dir viel? Nee, ich nehme gar nicht. Was machen wir mit Ragnarok? Willst du Ragnarok haben, das Schwert? 11 Attack Damage, meins macht 10. Ich glaube, ich lasse das. Plus 5 Torch. Ich glaube, es ist unnötig. Dings, lass mal. Ja, nicht böse sein. Das ist nur ein Projekt. Flo ist einfach zu overpowered, ja? Ihr müsst euch mal vorstellen: Flo hat 100 Bingo, lass Blocky mal. Das ist freundlich, ja?
So. Okay, gut. Leute, mach auch nichts mit Blocky. Blocky wird's alles. Blocky wird's gut gehen, ja. So. Hast du hier drüben schon reingeguckt? Holy Water! Holy Water! Von mir geklaut. Das hat er von ich nehme auch eins, ich nehme auch eins. Ja, das war meins, weißt du, das hat er von mir geklaut. Gooball, okay, ich glaube. Ein Rest ist einfach. Was ist das hier? Warte mal, gibt's Emerald Sword. Irgendwas, was hier Wert hat? TNT, okay, weißt du was? TNT, wo? Warte, hier drüben. Gib auch die Hälfte, gib auch die Hälfte. Ja, die Hälfte. Ja, oh mein Gott, aber gib mir noch irgendwie Eisen oder so. Eisen oder so. Eisen? Ich hab nicht viel Eisen, ich hab nur. Warte, zwei. Ja, aber ich hab nur Dias und Gold gerade. Sonst hab ich gar nichts. Ja, ich hab ein Gas. Hier, da. Da, dann nimm das. Ich komm schon. Da, zack. Eisen. 16 Eisen. Ja, Dings, Tops, gib mir mal. Tops. Nice, Leute. Okay, okay. Dings, Tops, hast du jetzt. Du hast ja noch irgendwie. Du hast so 4 und alles, du hast ja alles genommen. Ich hab nur die Hälfte. Nee, ich hab die Hälfte gemacht. Ich hab, warte. Ja, aber ich hab nichts. Oder hast du das alles in deinem Inventar, die Hälfte gemacht? Hier, guck mal, hier drüben, hier sind die doch. Ja, wo denn? In der Kiste, in der Hauptkiste. Da hab ich doch gesagt, Hälfte, da. Achso, alles. Oh, lol, okay, ich dachte, du hast das reingenommen. Was soll ich denn weggeben? Ja, war das du hast wieder gedacht. Soll ich kurz die Chest davon? Oder, ich überleg grad. Was schmeiß ich weg? Was hat der denn für Summon Orb? Was schmeiß ich noch weg, was unnötig ist? Ein Regenbogenfisch, Alter, der hat ja richtig viel Fleisch, Alter. Allerdings, ja, ich hab's auch genommen, gell? Warte mal, so. Warte mal, wir sind nicht so gemein, wie sie. Ich glaube, das reicht, was wir jetzt haben, oder? Warte kurz. Ich muss auch meine Sachen mitnehmen, warte. Keine Ahnung. Die also, Mantel lassen gesagt, die eigentlich, oder? Nicht Hass schieben, aber. Ja, nicht hassen, halt, ist es. Weil Flo ist einfach viel zu OP. Ja, der hat einfach viel zu viel Dinge, viel zu viel Power. Ich nehme 22 Dings Goldblack anstatt das Gold, weil ich glaube, das ist besser. Kohle okay, und ja, das würde nicht gehen so, oder? Ja. Wir müssen noch ein Schild schreiben, Tups. Schreib du das Schild, ich baue uns schon mal einen Weg raus, damit du. Ja, genau, aber irgendwo ein gerader Weg. Du musst irgendwie drüber bauen, übers Wasser oder so, weil Blocky kann man nur stieben. Wenn ins Wasser fällt, ist er RIP. Außer plötzlich ein Dings. Crafting Table. So, bam, 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 bam. So, zack, ich hoffe, dass das meine Folge wieder macht jetzt ultra lang, gell? Wie lange geht deine Folge schon circa? Ich glaube so. Meine, glaube ich, schon 32. Meine so 32 oder so schon. Okay, dann mache ich hier. Lieber Flo, da du uns, ich schreibe nicht wem, sehr genervt hast, bekommst du das damit zurück, wenn du Blocky noch wie soll ich schreiben, Tobs, ohne dass wenn du Blocky wieder haben willst, wenn du Blocky wieder keine Ahnung haben müssen in Geld ausgebaut. Wieder haben willst, Tobs, wir müssen einfach so machen, eine Gelddings. Man müsste irgendwie eine Chest am Spawn bauen. Dann lege. Wie viel sollen wir verlangen, Tobs? Relativ viel Geld. Keine Ahnung, sag so $300. $300 und Hälfte machen wir nachher. 150, okay? Das heißt, so, Dollar. $300. In die Chest am Spawn. Punkt, okay. Ich schreibe jetzt nicht, wer es war. Okay, so. Jürgen, ich. Warte. Warte, Jürgen, ich mach das so. Mach das schon, warte. Werf in keiner Ecke. Warte, du musst die ganzen Ecken zubauen. Ja, Jürgen, du musst. Weißt du, wie wir was machen? Wir machen, ich glaube, an der Stelle machen wir auch ein Ende. Dann schiebst du das. Genau. Oh nein, Blocky! Ich glaube, du kannst den irgendwie die Treppe. Ja, warte. Dann machen wir machen jetzt einen Cut. Also, ein Ende. Pingo, warum hast du das gemacht? Pingo. Was ist denn mit Pingo? Mit Ingo. Ja, dann machen wir jetzt einen Cut, dass ihr nicht seht, wo Blocky genau ist. Ja. Dann gebe ich den nach Hause. Ein bisschen Dingensens. Ja, weil sonst, wenn sonst geht ihr rüber und ich kenne euch, Leute, ja? Ich weiß genau, wo euer Bett schläft, ja? Okay. So. Wir müssen dann gucken, ich glaube, du kannst hier nur mit so Treppen oder was weiß ich, so Treppen. Ja, gucken. Genau, mit Slaps und Treppen war das, so. Okay, Leute, dann würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Tops, lass gemeinsam eine Szene machen, Tops. Ja, gemeinsames Ende, komm her. Bist du Tops? Also beim Ausgang bin ich gewesen. Aber ich war auch beim Ausgang, wo bist du denn? Hier drüben, warte mal, was ist hier? Ich bin beim Ausgang. Hier. Ich bin hier unten. Ja, lass hier das hinstellen.
würde ich sagen, ja. Jo, mei. Bei mir, also für meine Leute, checkt die ganze 30.job aus, jo, mei, für den Fraftigen Fratzen Merch und bei dir, Tops. Und Tops.de, jo, mei. Und auf jeden Fall nicht böse sein, wir werden Flo mehr oder weniger, wenn weißt du was, Jürgen, im Flo diese Forderung nachgeht, dann kriegt er sein Zeug zurück, aber das eine Ding ist, dass wir, stimmt, Jürgen, du musst ja dein Zeug. Stimmt, mein Zeug in der nächsten Folge, gell? Vielleicht machen wir in der nächsten Folge dann gleich gemeinsam eine Folge oder so. Ja, dann kriegst du das zurück, das Zeug. Du musst halt, wie gesagt, die Haare machen. Auf jeden Fall, Leute. Ja, ich mach die Haare eh noch, ja. Ja, wie gesagt, ein Like da lassen, ein Daumen nach oben, ein Däumen wäre ein Träumchen. Ein Träumchen, was? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Flo stinkt und, und wie gesagt, geht nicht zu uns rüber, also kommt nicht von Flo und schreibt irgendwie Hate-Kommentare. Ja, Hate-Kommentare, Hate bringt nie irgendwas, es hilft keinen weiter. Und ja, es ist alles nur mit Spaß gemeint. Wie gesagt, 30.job.de, yo mei. Wie gesagt, lasst Like da und aktiviert die Glocke und ciao! Los.